Oder keine Ahnung, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich 12 Jahre Bewährung habe, Allah. Ja? Es gibt keine Richtung, wo nicht irgendwie. Ich bin Shirin David ohne Plastik. 2 Arten von nackt, hau raus. Ja, man heißt halt nackt so ein bisschen. Es gibt andere Art, die man komplett nackt. Und ich komme an mit Shirin David, wollen Bilder machen. So ein Kollege von mir hat mich im Wasser so, also im Meer so geschubst. Und dann, ich konnte ja nicht so schwimmen. Der hat mir nicht mal geholfen, der hat ein Video gemacht. Der hat ein Video gemacht, wie der ja. Wellenstein ist so Flüchtlingsmarke geworden. Auf einmal, ich guck, das war ein Typ, der wollte mich vor 2 Jahren schlagen. Was geht ab, Leute? Euer Onur hier. Danke, dass du ein neues Video eingestellt hast. Hier ist der Ehrenbruder. Gazi, wie? Hier ist der Gazi, was hast du für ein Video gedreht, Bruder? Was heute online kommt. Ja, Bruder. Ah, du weißt schon. Ist ein Sonntagsvideo? Das ist ein Sonntagsvideo. Oder ein zu krankes Video. Boah. Es geht um Schärfe. Check das ab. Auf jeden Fall. Boah, ich habe auf mein Leben nicht klar. Ich habe es auch teilweise gedreht, Leute. Eskaliert. Leute sind abgekackt. Aber ja, check das auf jeden Fall bei Gazi, die ab. Ihr habt schon in der Vorschau gesehen, Leute. Wir hatten auf jeden Fall sehr viele Leute am Start. Shirin David, El Patron und was weiß ich, Leute. Auf jeden Fall sehr lustiges Video geworden. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Abo da. Wir sind kurz vor den 50.000 Abonnenten. Ich küsse alle eure Herzen. Macht weiter. So, lasst ein Like da. Kommentiert für den Algorithmus. Irgendwas. Geht danach auf das Video von Gazi, nachdem ihr dieses Video ganz geschaut habt. Lasst auch da Liebe da, Leute. Und dann würde ich sagen, genießt das Video. So, Leute, wir haben jetzt hier den. Achso. Sefki. El Patron. Shirin. Heißt der ernst? Shirin? Nein. Wie heißt der denn? Shirin. Okay, Shirin. Shirin, ich heiße Shirin. Du siehst auch echt aus wie eine Shirin David. Sagt man dir das oft? Ich bin Shirin David ohne Plastik. Mashallah, Bruder. El Patron, bist du Ahmad Patron verwandt? Nein, Bruder. Nein. Vielleicht wäre er gerne mit mir, ich weiß nicht, aber nein, sind wir nicht. Also ja. Einfach ganz normal. Einfach ganz normal. Mit Pablo Escobar habe ich ein bisschen Kontakt gehabt früher so, aber diese Zeiten sind leider vorbei, Bruder. Türken, ne? Ja. Wie alt? Ich bin 20. Warum hast du so lange überlegt? Ja, weil ich am Dienstag 20 werde. Du wirst 20, also bist du noch nicht 20. Am Dienstag, ja. Auf diesem Kanal wird nicht gelogen. Merkt ihr das? Es ist nur 2 Tage. Beim nächsten Mal gibt es eine Aufweige. Okay. Okay. Okay, Bro, heutiges Format, okay? Passt aber wirklich auf. Ja. Warum müsst ihr dich die ganze Zeit? Warte, war jetzt mal aufhören. Hau raus. Auf was achtest du bei einer Frau als erstes? Bruder, um ehrlich zu sein, auf Gesicht. Sei zum ehrlich, ist da nichts Schlimmes, Bruder? Ja, auf Gesicht. Ist bei mir auch so. Ist nicht direkt auf körpermäßig und so. Ich bin nicht so, Bruder. Ist nicht so, ne? Nein, nein. Körper ist nicht so wichtig, ne? Nein, Bruder. Und auf Charakter natürlich. Auf Charakter? Was beim Charakter so wichtig? Bruder, das Mädchen muss auf jeden Fall treu sein. Ja? Bruder. Wie oft kriegst du den Spruch zu hören? Du siehst aus wie Shirin David. Ehrlich jetzt. In deinen DMs, so. 30 Mal am Tag. 30 Mal am Tag. Hast du auch so? Nein. Jeden, den ich begegne, ja? Die kommen an mit Shirin David, wollen Bilder mit mir machen. Ich komme aus Berlin. Laber nicht. Ich komme aus Berlin und die wollen alle Bilder mit mir machen. Ich komme aus Schöneberg. Ja, bist du mit Shirin aus Marzahn verwandt? Nein. Okay, Bruder, wie kam dieser Style zustande? Das interessiert mich jetzt. Bruder, ich bin als Kind in einen Versace-Teller gefallen. Das ist Versace, ne? Ja, natürlich. Bruder, also, was für ein Ding? Was? Cringe, cringe, Bruder. Kennst cringe, du diese Wörter, Bruder, auf mit diesen Wörtern. Ja, bitte, ja. Wallah, wenn ich diese Wörter lit, nice, dude, Alter, Bruder, geh weg, Bruder. Wallah, ich kann es nicht hören, Alter. Wallah. Feierst du nicht? Nee, Bruder, ich bin weg aus diesem Film, Bruder. Ich bin, glaube ich, zu alt für die Scheiße, Mann. Wie alt bist du denn, Bruder? Sag ich sagen wir ungefähr. Okay, du sagst schon zu alt für dich. Zwischen 15 und 36. Okay, ich würde so die Mitte nehmen, ungefähr. Ja, kann man sagen. Wenn ihr die Mitte nehmt, plus den gemeinsamen Nenner, dann habt ihr hoch 2 und dann... Hoch 2, ne? Boah. Tage war's, Alter. Aber ja, jetzt mal ehrlich, Selvige, okay? Ja. Woher bist du? Aus der Nähe von Frankfurt. Findest du jetzt Köln im Gegensatz zu Frankfurt? Auf jeden Fall nicht so asozial, oder? Sagen sie alle, warum denn? Woran liegt das? Ja, die Leute sind hier so ein bisschen ruhiger und so. Ich finde die Leute in Frankfurt zwar trotzdem netter, aber die sind hier ruhiger. Die sind hier ruhiger? Ja. Wie findest du die Jungs hier? Ja, die sind alle so jung hier, oder? Ey, wie sie erschrocken haben. Aber wenn es so 1, 2 Marken gibt, welche feierst du so? 2 Marken? Ja, Bro. Oder meine Lieblingsmarke ist Louis Vuitton. Was noch, Alter? Fendi. Fendi auch? Ja. Fendi Drip, so mäßig? Fendi Drip, ja. Okay, Bruder, hast du ein Erzähl mal, was war dein peinliches Erlebnis? Ich bin einmal, so ein Kollege von mir hat mich im Wasser so, also im Meer so geschubst. Ja, ins Meer jetzt? Ins Meer jetzt. Okay. Und dann, ich konnte ja nicht so schwimmen. Und danach, Bruder, der hat mich die ganze Zeit ausgelacht. Und der hat mir nicht mal geholfen, der hat ein Video gemacht. Der hat ein Video gemacht, wie du ja, erzählst? Ja. Aha! Okay, auf was für einen Style achtest du bei Männern? Marken zum Beispiel, hau mal raus. Also jetzt, das, was du gerade anhast, finde ich sehr schön. Ich finde es sehr schön. Auch meine Zuhälterjacke? Deine Zuhälterjacke ist auch schön. Oh, was findest du denn jetzt hier dran schön? Erzähl mal. Also deine Schuhe, deine die Jacke. Die teuer sind? Nein, die sind einfach schön. Okay. Aber so ein bisschen Glitzer mit Zap. Muss auch sein, ne? Drip. Drip. Drip, Drip. Ja, Drip. Okay, also stehst du drauf, ne? Jungs, ohne Drip, komm nicht an mich ran. Auf jeden Fall, Bruder, komm, was für eine Mischung, okay? Erzähl was mal. Machst du, Brudi, in deinem Leben? Erzähl mal. Bruder, ich mach du Musik. Du bist auch für eine besondere Person. Musik, was für eine Musik? Was, eine blondere Person?
Blond bist du nicht, Bruder. Gefährt, Bruder. Aber eine besondere. Nee, ich mach Musik, Bruder. Ich mach Musik, Alter. Kann man Hip-Hop nennen, kann man Pop nennen, kann man Deutsch, also? Techno nennen, EDM, Heavy Metal, kann man von allem etwas, ein paar Einflüsse von allen Seiten kommen rein. Also haust auch richtig rein. Alles, Musik, Bruder, alles, was geht. Wer ist du da, also, wo kann man dich finden? Wie gesagt, Instagram, Leute, El Patron, checkt ab. Bruder, das ist dasselbe Spiel, müsst du ein paar rauszukicken. Das wäre richtig wild. Bruder, das ist wie Ding, Bruder, das ist wie wenn du Friseur bist und sagst, Friseur, mach mal. Ja, Bruder, dann kommt sowas so raus. Nein, dann kommt, ja, genau, dann guck mal hier, der hat Übergang verkackt, Bruder. Ist hier nicht kalt? Doch, Mann, aber ich bin schon den ganzen Tag unterwegs. Warum läuft man denn dann so rum im Winter? Ja, 5 Grad oder 10 Grad, keine Ahnung. 14 Grad. 14 Grad, meinst du? Ja. Ich friere auf jeden Fall, Leute. Wie findest du meine Zuhälterjacke? Die glänzt ein bisschen, ne? Ist wild, ne? Wie ich. Ja. Ja, ha. Ist hier nicht kalt? Nein. Sicher? Ganz sicher. Okay, man wollte mal nett sein, dann wieder direkt so eine dumme Anmache. Was? 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 Was müssen die Jungs noch haben, damit die an dich rankommen? Wir müssen, ich muss mit denen gut connecten können, so Connection ist wichtig bei mir. So Bluetooth bei mir, AMG und so, ne, diese Connection. Nein, was meinst du dann? Hau raus. Also, ich weiß nicht, ich bin eher so ein Oldschool-Mensch. Ich höre auch nicht dieses ganze Deutschrap und so. Sagen sie alle. Und dann bei AZ, 10. Etage. Ich schau dich gleich. Schau doch mal. Ja? Okay, auf jeden Fall, ja. Wenn ich mit ihm nicht connecten kann, dann ist er nicht zu mich wert. Was war das Krasseste, was du in deinem Leben erlebt hast? Bruder, das ist... Ich weiß, es wird vielleicht ein bisschen lange dauern, aber hau mal raus. Ich weiß nicht, welche Richtung soll es gehen, oder? Weil ich habe ihn alle scheiße. Ich habe jede. Deep. Also krass. Deep krass. Okay. So, ja gut, Deep ist für mich eher so familiäres Zeug und so. Nicht familiär, sondern. Eher so kriminelle Deep. Sachen oder was kriminell. Weiß ich, Alter. Ja. Oder keine Ahnung, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich 12 Jahre Bewährung habe, Alter. Ja. Wenn mein Bewährungshelfer das sieht. Grüße hier, wir sind gerade in Köln. Ja. Ich habe Fußfest Leute abgelegt, ich weiß nicht, ob es schlimm ist, aber abonniert auch den Bre, Alter, auf jeden Fall, Mann. Wer will? Erzähl, Bruder, 12 Jahre Bewährung. Bruder, das kommt zustande, Mann. Das kommt zustande. Viele Sachen oder? Es war eine große Sache. Viele Sachen. Okay. Du kriegst nicht 12 Jahre auf einmal. Klar. Es gibt 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre. Die haben ja halt immer 4 Jahre. In welche Richtung ging es so? Es gibt keine Richtung, wo nicht irgendwie. Wo du nicht dabei warst. Ja, ne? Du warst überall da, hier, da. Aber ich habe nichts mit Drogen zu tun, nichts mit Schlägereien zu tun und keine Kriminalität bei mir. Es ist einfach so gekommen. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Boah, Bruder, ich bin einfach aufgewacht, Bruder. Ich bin aufgewacht so morgens. Ich guck so, bin ich einmal vor Gericht? Okay. Lol. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Also ich habe nichts Peinliches. Ich erlebe immer was Peinliches, aber... Ah, ich habe nichts Peinliches. Ich erlebe immer was Peinliches, ja? Aber es ist nicht so richtig, wo ich mich richtig verschäme. Doch, ich will was richtig Schamloses. Ja, ich bin zu jemandem gegangen. Also ich war einkaufen. Okay. Und ich bin halt vor jemandem weggelaufen, weil ich dachte, es wäre mein Nachbar. Und ich hatte keinen Bock, mit meinem Nachbar zu reden, weil er immer so viel redet. Bin ich vor ihm weggelaufen, auf einmal... ruft er mich so, ey, Sefki. Und ich gehe hin, ich umarme den, sag, ja, ey, was geht, Bruder und so. Ich guck, das ist nicht mein Bruder, Nachbar gewesen. Auf einmal, ich guck, das war ein Typ, der wollte mich vor 2 Jahren schlagen. What? Wie findest du die Berliner Jungs? Hau mal raus so. Ich war schon sehr oft in Berlin, aber ich will es jetzt trotzdem von dir. Die Berliner Jungs? Ja, ehrlich. Ich sag nichts dazu. Sag doch, hau mal raus. Jetzt im Vergleich zu Kölner Jungs. Was boah, ey, im Vergleich zu den Kölner Jungs sind die Berliner Jungs, boah. Ja, was, boah, wilder, besser, schlechter, keine Ahnung, komm mal raus. Ganz weit oben. Also Berliner sind viel wilder als Kölner, sagst du? Genau. Boah, was für Ansagen die gemacht werden, weil jetzt eben hast du mich doch voll gefeiert. Dich? Ja. Kommst du aus Köln? Ja. Boah, nee, ey. Nee, ey. Warum denn? Du kommst aus Köln? Ja. Warum, wie siehst du denn aus? Du siehst nicht so aus, als ob du aus Köln kommst. Guck mal, hier diese ganzen Jungs, wie die aussehen mit deren Wellenstein und so. Feierst du nicht? Nee, gar nicht. Warum denn? Wellenstein ist teuer. Trotzdem, Wellenstein ist so Flüchtlingsmarke geworden. Was? Was haut so viel Ansagen raus? Das sind keine Ansagen, das sind... Fakten, oder was? Fakten, genau. Okay, deine Fans. Meinung. Auf was für ein Style stehst du bei Frauen? Du hast dich schon so ein... Oder ich sag von vornherein erstmal sportlich. Nackt also. Oder was? Ist doch sportliches Nackt, oder? Ja. Ich gehe auch immer Fitness nackt. Also, ja, Modi, wenn nicht. Man muss ja die Muskelfasern sehen, wenn du trainierst und so, weißt du? Dass man alles weiß. Er weiß vom Klamotten her jetzt. Erzähl was. Klär mich mal auf, ich glaube, ich kenne mich da nicht so gut aus. Zeig mal auf ihn. Ja, komm mal her, du. Er sagt, es gibt 2 Arten von nackt. 2 Arten von nackt, hau raus. Ja, man ist halt nackt so ein bisschen. Es gibt andere Art, die man komplett nackt und ohne Unterhose ist.
Ich war auch so verwirrt gerade, wo der das Mikrofon von mir gesehen hat, ne, Bruder? Egal, Bruder. Ich glaube, wir haben alle nichts verstanden, also ist alles gut. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, war ein wildes, lustiges Video. Lasst ein Abo da, liken nicht vergessen, kommentiert für den Algorithmus. Und jetzt ganz wichtig, nachdem ihr das alles erledigt habt, zu dem Bruder Gazi die und Liebe da lassen. Das wilde Video abchecken. Ah, jetzt noch da. Bei dem Video Minimum 50 Millionen Likes, Bruder. Minimum. 50 Millionen. Und bei Berlan TV auch abchecken. Ihr wisst Bescheid, Leute. Danke für euren ganzen Support. Ihr seid die Wildesten. Bis zum nächsten Video.